Was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Encore. Ça fait beaucoup là, non? Von vor kommt der Beschuss. Cola, geben Sie mir Cola. Das ist unerhört. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Hören Sie den Beschuss nicht? Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zobon gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 cm. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Nein. In breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Dunkle Gamme noch zu ziehen. Je pars! Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Bah, je la ferme, on part en vacances. C'est 10 ans. Comment fonctionnent ces moteurs électriques? Bien d'abord, une petite culée. Bobine, champagne, bobine, point électrique. Sur classique pour aussi informer la loi. Qui a le temps aujourd'hui de faire des confitures? Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Magen! Sie mein Befehl zu ihr setzen! Question pour un rendez-vous spécial. Bonsoir! Bonsoir à tous, mes amis! Et merci de votre accueil. Alors, nous sommes le 28 juillet. Lundi 28 juillet, c'est grand sympa. Et on dit week-end, bien, c'est terminé. Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feigling! Avez-vous passé un bon petit week-end? Sans doute que oui, David, hein? Ta gueule, femme ta gueule! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbluten... Die Stadt Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Voilà, question pour un champion! Bonne soirée à tous! Merci, au revoir! À demain! Allez, à demain! Sie nennen sich General, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden nur erfüllten Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf.